Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Seasons of the Fall. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich bin total... Hier unten ist nichts. Hier unten ist einfach gar nichts. Ich war hier schon überall. Hier ist nichts. Warte mal. Okay, es bringt nichts. Ich gehe einfach zurück. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es hier auch vollkommen falsch. Das kann auch sein. Hier ist nirgendwo was. Ich will jetzt aber nicht mit dem nächsten wieder zurück, sondern ich möchte jetzt lediglich einfach nur nach oben. Da war nichts. Ich habe keinen Stein entdeckt. Vielleicht bei dem Sommer. Da kann es ja auch. So, ich bin jetzt hier unten. Ich gehe jetzt nochmal hier hoch, weil man kann da ja auch runtergehen, glaube ich. Vielleicht muss ich da dann wieder hin. Ich weiß es einfach nicht. Die Bucht. Ich habe am Brunnen nichts gefunden. Ich bleibe jetzt unten. Sei denn, mich führt der Weg natürlich nach oben, dann kann ich es ja nicht anders machen. Wäre aber Blödsinn, ich denke, dass überall ein Stein versteckt, aber da unten war ja gar nichts. Vielleicht habe ich mich lediglich auch einfach nur vertan. Nein, ich will da unten bleiben. Ja, gut, dann... Kann es ja rein theoretisch nur so sein, aber dann gehe ich jetzt erstmal links weitermachen. Weil da unten, da war ja gar nichts. Also, da war noch nicht mal irgendwo ein Stein. War nicht, da war kein Stein. Hm.
schon eigenartig. Dum, 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 dum. Toll, hier komme ich gar nicht mehr hoch. Wo ist der Knöppel hier? Da. Muss die Sommer sein, damit die aufgehen? Ja. Danke. Okay. Ey, Brunne finde ich nicht. Da muss ich... Ich gehe jetzt links rüber. Oh, das ist immer so traurig. Gehe ich jetzt nach oben oder nach unten? Ich glaube, ich mache jetzt unten fertig. Ja. Teich. Ha, das war gerade eigenartig. Teich? Aber ich sehe immer noch, wie gesagt, auch keinen großen... Aha. Hier ist der Stein schon mal. Siehst du? Den Stein habe ich ja auch noch nicht mal gesehen. Beim Brunnen. Ich gehe erst nach ganz unten und gucke mir da alles an, bevor ich irgendwie nach oben gehe. Okay, ich konnte weitergehen. Schlammloch. Könnte der Hüter hier eine Kröte sein? Upsala. Ach, ich muss von da aus so springen. Aha. Ich habe da gerade auf jeden Fall was leuchten gesehen. Ich gehe erstmal zum Stein und wenn ich den Stein finde, dann werden mich ja die Wurzeln ja zu den ganzen Dingen hinführen. Dieser Stein beherbergt den lautesten und stürmischsten der vier Winde. Den Mistral. Mhm. Nur die Spitze des Steins ist sichtbar. Der Rest wurde unter der Erde vergraben. Mhm. Das ist nun wirklich nicht normal. Durchforste die Umgebung, Fuchs, und finde heraus, was den Stein festhält.
Ja, toll. Festhalten ist ja dann unten, oder? Da haben wir schon das erste. Aber wohin damit? Oha. Ah, ich komme woanders hin. Unterboden. Ich kann nichts machen da mit der Wurzel. Aber vielleicht kann ich ja hier was machen. Da ist der Stein. Das ist auch eine Wurzel. Vielleicht nach unten weiter. Ich versuche gerade zu verstehen, was ich machen könnte. Kann er sich jetzt damit Wasser? Ja. Ich weiß jetzt nicht. Ah, warte. Du musst da lang. Geh mal da lang. Geh weiter. Los, ich weiß. Es ist schwer. Ich muss jetzt irgendwas machen. Dann wahrscheinlich Winter. Jawohl. Okay, den ersten habe ich auf. Den ersten habe ich auf. Ich gehe erstmal hier weiter, weil hier nämlich gar nichts ist. Okay, hier ist eine Wurzel. Ich weiß nicht, was das ist. Oh mein Gott, da ist so ein Dingens hier. Oh. Was ist das denn für ein Teil gewesen?
wahrscheinlich wieder nach oben. Na. Okay. Ist gerade ein bisschen eigenartig. Nee, es muss ja irgendwie da sein. Hier ist absolut nichts. Ich muss irgendwie hier, zack, dass ich da den Stein kriegen kann. Aber hier kann ja nichts hoch. Das ist jetzt ein Problem. Ah. Na, jetzt bleibt doch. Ach, jetzt hau doch nicht schon wieder ab. Dann setzt sich jetzt da rein. Gehen wir mal natürlich hinterher, ne? Ich glaube, ich muss trotz alledem wieder nach unten. Weil ich muss ja irgendwie diese Dingens lösen. Ich glaube, ich muss da einfach weiter. Sieht an sich schon mal sehr gut aus. Ich brauche nur... Da habe ich nichts. Da muss ich hin. Das heißt, ich muss wahrscheinlich hier so nach oben, da genau. Machen wir mal. Mann, ich brauche den Frühling. Genau, den Frühling. Jetzt kann ich hier die... Oh. Was macht das jetzt? Aber der will ja jetzt, dass ich so gesehen die ganze Zeit rausgehe. Sollte der verschwinden? Nee. Sollte der nicht.
Weiter, 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 weiter. Los. Kaputt. Schön. So, die eine Seite habe ich. Da wackelt schon ordentlich. Das muss ich jetzt nur bei der anderen Seite machen, aber da kam ich ja nicht hin. Das war ja mein Problem, ne? Doch. Ich komme wahrscheinlich dahin. Los, hüpf mal nach da. Ah, nee. Hier muss ja auch irgendwo der Wind so sein. Sonst wäre es ja völlig blödsinnig. So, der drückt den ja da mit dem Wind nach da aus. Das heißt, ich brauche hier auch irgendwo einen Wind. So, hier. Aber wie kriege ich dieses komische Krebsding hier rüber? Kann er ja nicht. Aber doch, ich kann einen darunter bringen. Wenn der eine nach oben, wenn der eine nach oben gehen kann, dann kann ich auch einen nach unten kriegen, also da reinkriegen. Huch. Das ist der Wächter. Okay, ich wusste doch, dass da irgendwo ein Vogel auf jeden Fall bei war. Da. Los. Ja, das müsste jetzt funktionieren. Bitte, 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 lass es funktionieren. Wunderbar. Upsala. Okay, ich weiß nicht, was jetzt passiert. Hast du mir wirklich nichts zu sagen? Nein, wieso? Was habe ich nun schon wieder angestellt? Wie erklärst du dir, dass sich ein Hirsch in den Schacht hinein verirrt hat? Hm? Und wie hat's ein Lachs geschafft, ganz allein eine Kiefer hinaufzuklettern? Und was macht diese Qualle im Wasser? Hat es was mit der Evolution der Arten zu tun? Hm? Tja, das wird es wohl sein. Okay, ich wollte nur ein wenig Spaß haben. Das ist alles. Wie oft muss ich es dir denn noch sagen? So springt man nicht mit Tieren um. Man zwingt sie nicht zu irgendwelchen Kunststückchen. Aber mir war langweilig. In diesem Wald kann man nicht viel mehr tun, als zu warten. Nein, nicht warten sollst du. Du sollst beobachten, zuhören und dazulernen. Ich weiß, aber das ist so schwierig. Es tut mir leid. Ich will keine Entschuldigungen von dir hören. Ich will einfach nur, dass du die Bedeutung eines Lebens erkennst. Hm. Man übernimmt ein Tier nur dann, wenn es wirklich nötig ist.
wenn es sich in Gefahr befindet oder das Heiligtum es braucht, zum Beispiel. Während ich darauf warte, dass du das begreifst, schrecke ich die Tiere davon ab, sich unserem Wald zu nähern. Ha. Okay. Das war also vorher. Hier ist irgendwas hingekommen. Okay, da oben ist dann jetzt wohl doch nichts. Das war... Aber gut, das schreckt mich jetzt nicht ab, weil da unten hatte ich ja auch sowas gesehen in der Art. Weil hier kamen wir raus. Da hinten sind wir nochmal rein und raus. So, ich gehe jetzt nochmal nach unten. Guck danach. Da muss was hin. Da muss dringend was hin. Von hier geht es nicht. Weil da die Kante ist. Hier ist die Kante. Also da. Hier. Ah, wie kriege ich denn da was hin, ey? Jetzt mal ernsthaft. Es geht nur so, zack, so, dumm, dumm. Ja, aber... Kriege ich ja hier nichts rüber. Das ist ja gerade so ein bisschen mein Problem. Aber genau. Ich könnte von hier... was kommen lassen. Muss ich nur noch wieder so einen Krebs finden. Der hier nicht ist. Vielleicht ist ja hier einer. Ja. Warte, ich mach... So, du musst da lang, genau. Na los, geh doch. Luft. Jetzt müsste er nach oben gedrückt werden. Jawohl! Jetzt muss ich irgendwie nur noch nach oben. Ich glaube, ich musste da lang. Gut, ich hätte da hinten jetzt auch zurückgehen können, das stimmt. Das hätte ich schon machen können. Ich weiß nicht, warum ich es nicht getan habe. Das ist nicht schlimm. Ich komme hier ja auch zurück. Ich muss dann nur nach rechts gehen. Ich darf mich jetzt nicht vertun. Jawohl. Haben wir. Oh. Ah, Herbst.
Na, wo ist er denn, der Stein? War ich so weit weg? Nee. Ich erinnere mich an die Knospe. An das letzte Mal, als ich sie gesehen habe. Ich erinnere mich an ihr Herz. Es war von Angst und Zweifeln überschattet. Pass gut auf dich auf, Fuchs. Du! Du warst es, der einen meiner Schätze zerstört hat. Ich habe dich gesehen. Aber was ist denn in dich gefahren? Ich warne dich. Ich behalte die drei anderen gut im Auge. Versuche nicht, dich ihnen zu nähern. Das ist aber eine seltsame Art und Weise, sich zu bedanken. Wenn ich dich nicht mit einer Knospe verwechselt hätte, hättest du die Außenwelt niemals zu sehen bekommen. Wow. Nur dank dir kannst du die Macht der Jahreszeit nutzen. Okay, Leute, ich muss sowieso Schluss machen und sag Tschüss, bis zum nächsten Mal.